Ja, guten Morgen, Pilzfreunde, Meuchelfreunde, Naturfreunde. Die Natur lacht, die Sonne lacht. Ja, ihr seht mich auch lachen. Hier, schaut mal. Oder zumindest grinsen. Ne? Ja, zweite Tour heute auf Meucheln. Und Korb hat schon Gewicht. Ich überlege eigentlich reicht das. Ich zeige euch aber, wie ich sie gefunden habe. Und heute ist eigentlich auch mal so der Tag, denke ich, wo wir uns auch mal auf dem Pilztisch die Meucheln noch mal genauer angucken können. Einmal aufschneiden. Man findet da ja alles Mögliche drin. Ja, und dann gehen wir erst noch mal rum hier. Und dann treffen wir uns nachher am Pilztisch wieder. Ach, schön. Und das Anfang April, also tolle Sache. Ja, und dann vor allen Dingen hier bei uns in der Gegend. Ja, ja. Gut, bis nachher. Kommt mal mit denn. Tschüss. Ja, hier schieben sich jetzt schon die Blüten vom Ahornstab. Hier kommen sie überall. Ja. Ja, die Lärchen kriegen jetzt auch schon ihr neues frisches Grün. Eieiei. Ja, es wird Frühling, zu langsam. Plump, hops. Ja, die Morschen stehen auch manchmal ganz dicht am Wasser. Aber hier eben noch nicht. Müssen wir weiter gucken. Die haben sich schon wieder ein bisschen erholt. Ja, und die hier auch so ein bisschen. Ne, hat ja eben ein bisschen geregnet gehabt die letzten Tage. Dann füllen sich wieder mit Wasser. Aber mal sehen. Diesmal brauchen wir sie nicht. Hier krabbelt wieder ein kleiner Ölkäfer. Ne, die haben so einen komischen Hinterleib. Sieht ulkig aus. Man sollte sie eben nicht anfassen. Einfach in Ruhe lassen, gucken. Durchs Gestrüpp. Ja. Und? Seht ihr sie auch? Mann, was sind das schon für große Teile hier? Wir haben Anfang April. Ah. Oh. Und hier kommen die nächsten zwei. Mann, nicht ganz so groß, auch schon ordentlich zerfressen. Meine Güte. Mit Schnecken. Die können hier bleiben. Boah. War sonst immer erst im Mai soweit, aber naja, dies Jahr ist alles früher. Ja, das Schöne an der frühjahrslichen Morschelsuche ist ja auch der Vogelgesang. Und es ist noch ein bisschen Licht hier in den Wäldern. Im Sommer ist es dunkel, ne? Aber hier ist eben so, dass die Vögel schön singen. Und wenn das Wetter einigermaßen ist, heute ist mal Sonnenschein. Hört mal. Ja. Ja, es ist eben auch ein bisschen Entspannung und Spannung dabei. Also alles, was man braucht. Frische Luft. Natur. Ja, was war das mal hier für ein schönes, ertragreiches Morchelrevier. Aber alle Eschen sind so gut wie rausgesägt. Wird immer schlechter hier. Das ist eigentlich das große Übel. Ja, und neue Morchelreviere finden ist auch gar nicht so einfach. Ja, letztes Jahr bin ich ja schon los. Muss ich da auch mal schauen, wie es da aussieht. Also schwierig. Ja, die nächste hier. Ja, es kommen auch kaum Eschen hoch. Das alles hier im Ahorn, Ahorn, Ahorn. Ja, mal gucken, vielleicht können die sich mit den Morcheln arrangieren. Da liegt wieder ein Monstrum.
Meine Güte, so schlecht jetzt. Hm? Schaut euch die schöne Morsel an. Gucken, knack. Ja. Hier. Wunderbar, wunderbar. Ja, es lohnt sich immer hier auch mal zwischen die Stachelbeersträucher zu luken. Hier ist natürlich jetzt nichts. So ist das, wenn man was zeigen will, aber immer eine gute Sache. Stachelbeeren mögen ja auch so ein bisschen kalkhaltigen Boden. Und Weinbergschnecken sind ja auch hier. So von der Sache klappt das, nur die Eschen sind eben weg. Das ist eben das Übel. Ja, sogar eine Johannisbeere hier. Und noch eine. Das geht ja heute ganz gut. Ah, die ist fest, da hole ich mal das Messer. Nicht ganz so groß, auch ein bisschen dunkler. Prima. Werde ich mir heute mal den Pilztisch bemühen. Wer weiß, ob man wieder so viel Glück hat. Ja, es ist natürlich so, bei dieser Größe sind die eigentlich also recht einfach zu sehen, wenn dann Morchelsammler mit ihrem geschulten Auge auch durch den Wald laufen, dann sind die natürlich weg. Und man hat das Nachsehen. Gucken wir uns die nachher nochmal schön auf dem Tisch an. Mal aufschneiden, mal schauen, was wir drinnen finden. Dann kann man noch mal ein bisschen was erklären zum Aussehen und so. Machen wir nachher. Ich suche noch mal ein bisschen weiter. Mal schauen. Ja, hier kommt ein kleiner Sumpf. Also zu nass soll es ja auch nicht sein für die Morcheln. Also im Wasser mögen sie nicht stehen. Ne, in Dauernässe. Das geht. Aber am Ufer eines Sees oder Baches geht es auch. Kein Problem. Eine schöne dicke Weinbergschnecke. So, Pilzfreunde, jetzt sind wir am Pilztisch. Jetzt gucken wir uns die mal an. Ich werde sie mal aufschneiden. Ist immer interessant, was man drin findet, habe ich ja gesagt. Und kann ich gleich noch mal ein bisschen erklären hier so, was eine Morsche so auszeichnet. Verwechslungspartner kann ich leider nicht zeigen. Also die Lorche haben wir hier ganz selten. Ich habe sie auch noch nie gesehen. Doch einmal, aber ja, gut. Gut, dann. Ich gehe jetzt mal ran an die Morcheln und dann gucken wir uns die mal an. Viel Spaß beim Zugucken. Ja, wir fangen mal an mit diesem schönen Musterexemplar einer Morchel. Schaut mal, ist das nicht eine schöne Morchel? Ja, also der Hut ist so wabenartig, ne? Fast wie im Bienenstock, nur nicht ganz so symmetrisch. Der Stiel ist recht festfleischig, man könnte sagen auch knorpelig. Das ist hier so ein bisschen brüchig, fällt leicht ab, wachsartig. Ne? Diese ganzen Putzreste bringe ich in den Garten. Also bei mir hat es geklappt. Ich habe letztens eine Morchel umgemäht, ich habe sie nicht gesehen, zu spät. Snokri hat ja in seinem April-Scherz-Video gezeigt, wie man Pilze umsiedeln kann und verpflanzen kann. Das klappt natürlich nicht, ist klar, aber diese Morchelabfälle hier, Putzabfälle, Reste, könnt ihr gerne im Garten verteilen. Nach ein paar Jahren kann es klappen, dass auch bei euch Morcheln wachsen. Dazu müsst ihr aber Obstbäume haben. Ne? Die habe ich. Nun gut, ich werde mal das Messer ansetzen, vorsichtig. Nichts ist ekliger, als wenn man eine Schnecke zerschneidet. Also ich schneide nur so am Rande lang. Mal hier gucken. Das sieht recht gut aus. Da sehe ich eine Schnecke, da muss ich rumschneiden. Ganz vorsichtig und dann mal aufklappen. Ja, hier seht ihr. Ameise, Asseln. Na, Mann,
Ja. Die ist aber recht sauber, also ganz prima, keine Schnecke drin. Nehmen wir mal die nächste. Ja, ich lege das mal hier hin. Hier kommen die Putzreste rauf. Sollte da schon ein bisschen vorsichtig sein mit. Schön abmachen. Wieder vorsichtig einschneiden. Ich weiß ja nicht, was drin ist. Also, ne, wir müssen uns jetzt mal überraschen lassen. Ja. Also das Haus ist gut gefüllt hier. Schaut mal. Schnecken, Asseln. Mehrere Sorten Schnecken sogar. Ja, und dann hat man noch die Hinterlassenschaften. Das musste man alles schön sauber machen. Also schön rauskratzen hier. Oh, gut. Schnecke kommt hier hin. Nehmen wir nochmal die nächste. Vorsichtig aufschneiden. Ja, die geht. Und noch eine. Ja, auch wieder gut besucht. Ja. Ja, Asseln gehen, die laufen von alleine raus nachher. So, die letzte auch nochmal. Hier sind wieder Schnecken, aber ordentlich. Ja, ich will euch jetzt nicht langweilen, wie ich die alle raushole hier. Ich habe jetzt die Morschen erstmal aufgeschnitten, um zu gucken, was mich hier an Arbeit erwartet. Eine Stunde gesucht dafür, eine gute Stunde. Ist ja nicht so, dass die so gehäuft stehen, dass man sich nur noch pflücken braucht und einsammeln. Ein bisschen sammeln muss man schon und suchen und wissen ungefähr wo. Ich mache sie jetzt mal sauber, kommen sie auf den Teller und dann sehen wir noch mal kurz weiter. Ja, schaut mal hier, dicht gedrängt. So, jetzt wird die Flucht ergriffen. Hier diese kleinen schwarzen Punkte und so weiter. Das ist keine Erde, das sind die Hinterlassenschaften der Insekten. Also mag ich nicht da drin haben. Ich werde sie sowieso nachher noch mal waschen, auch wenn man das... Ich will sie ja nicht trocknen. Und dann muss das schon ein bisschen sauber sein. Wer jetzt Morcheln trocknen möchte, schaut mal hier außen in der Wabe, ist auch noch eine Schnecke. Kommt auch raus. Ja, muss man richtig gucken, die sind alle schön versteckt da drin. Und wer sie trocknen möchte, also man kriegt sie ja getrocknet im Stück. Also ich möchte gar nicht mir vorstellen, was da alles drin ist und mitgetrocknet wurde. Da raus die Assel. Ne? Also vorm Trocknen bitte aufschneiden, würde ich nur empfehlen, sauber machen und dann trocknen. Hier kann ich das nochmal zeigen mit den Schnecken hier außen in den Waben. Ne? Eins, zwei, ja, hier unten ist noch eine ganz kleine. Ja, das muss alles raus. Weiß nicht, ob sie schmecken. Wahrscheinlich nicht. Insekten, ja. Ist ja immer prima. Ja gut, eine Schnecke ist ja kein Insekt, aber trotzdem, hier ist eine Assel noch, die läuft ja auch noch rum. Aber ich lasse das jetzt noch hier so ein bisschen stehen. Asseln laufen meistens noch raus, wenn ich sie ausgebreitet habe. Ja, und dann wird das nochmal schön abgespült alles, dass es sauber ist und dann kann das schön verwertet werden. Schmackhaft, na klar. Und die Putzreste, vielleicht kommt noch ein bisschen was dazu, aber das kommt im Garten, das verteile ich schön. Auf die paar Schnecken kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, da ja, Schnecken haben wir sowieso genug. So. Hier kann man das jetzt noch mal schön sehen. Na, nehmen wir die hier. Die Morschel ist innen hohl, auch der Stiel ist hohl und sie hat eben außen diese wabenförmige Struktur. Die Lorchel hätte jetzt so eine hirnartige Struktur. Ja, also ganz anders eigentlich. Aber wer es nicht kennt, sollte eben darauf achten. Ja, was gibt es noch zu sagen zu? Innen ist sie so ein bisschen weißlich. Ja, kann man so ein bisschen abwischen. Aber
hat nichts zu sagen. Das ist kein Schimmel. Alles gut. Oh. Grob geputzt sind sie. Ich hoffe, euch hat der Film ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid auch ein bisschen erfolgreich. Ja, ist dies Jahr alles recht früh. Also sonst sind wir losgegangen. Da hatten die Morcheln erst im Mai diese Größe. Jetzt haben wir Anfang April. Wahnsinn. Also, nun denn. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß. Und wenn ihr welche findet, lasst sie euch schmecken. Ich grüße euch, euer Burkhard aus Schwerin.